Okay, dann fällen wir ein paar Bäume. Eins. Zwei. Wow, das kann dauern. Vier. Warum droppen die nicht zwei? Fünf. Sechs. Aha. Sieben. Acht, neun. Hey, es sind nur zwei gewesen. Zehn. Hä? Habe ich euch vergessen? Oh ja, hier war ich nicht. Oh. Was habe ich da gerade in der Hand? Ach, ein Eisfeil. Kann sich nicht mehr befreien? Moment. Zerschlagen wir mit Eisenhammer. Ja! Wow. Dieses neue Schild macht Schaden. Ich habe tatsächlich diese Kiste verpasst. Wow. Was ist da drin? Das dürfte heutzutage nicht mehr von Interesse sein. Ein Wurfspeer mit Gnadenstoß. Was? Eine besonders effiziente Wurfwaffe lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Okay. Grillwild. Waffentasche ist voll. Wir haben jetzt wirklich auch die Route. Damit machen wir mal gerade hinten noch auf. Warum war ich hier nicht? Denn hier gibt es Honig. Warte. Brauche ich die Route nochmal? Wollte mich erzählen, dass jetzt hier auch noch irgendwas liegt, was auch noch besonders toll ist. Honig und noch die Kiste. Und da drin sind nämlich Bombenpfeile. Wir hätten so viele Bombenpfeile haben können übrigens, wenn ich das nicht übersehen hätte. Stachelbockstock. Ja. Schmeiß die Route weg. So. Okay, das funktioniert nicht. Dann nehmen wir die Holzfäller-Axt. So, hast du auch noch was fallen lassen? Bestimmt. Sehr gut. Okay, zurück zum Holzfällen.
Holzbündel. Wie viele habe ich jetzt? 11 von 20. Die Holzlachs zerbricht gleich. Oh nein, schon wieder. Ich habe gerade mal 12 Holzbündel und die Axt ist kaputt. Und sie ist auch nicht sofort wieder da. Ach, Bernstein. Was? Was? Haben wir Blutmund schon wieder? Es klingt fast so. Oh, Farodra. Da können wir mal was ausprobieren. Dafür müssen wir erstmal näher an ihn rankommen. Na komm. Bis ich bei dem bin, ist er weg. Sicher jetzt schon. Könntest du bitte noch eine Runde drehen? Geht das? Mist. Brauche nämlich für eine Aufwertung, brauche ich nämlich Farodra irgendwas Splitter. Und ich schätze mal, die bekomme ich, indem ich ihn mit Bombenpfeilen abknalle. Dass die ihm vom Rücken fallen. Dummerweise. Ah! Ernsthaft? Sie. Es ist ein Octorok mit einer. Mit einer. Mit einer Kiste auf dem Rücken. Es ist nicht direkt eine Mimik. Aber vom Prinzip her schon. Was habe ich gerade als Waffe? Kein nichts. Trifft sich gut. Hey. Kommen Sie ruhig hoch, ja. Oh, den habe ich schon. Nee, da habe ich schon ein besseres Bild. Stopp! Danke. Kommen Sie ruhig näher. Kommen Sie ran. Oder auch nicht. Die Waffe, die eigentlich gerade fallen lassen hat, habe ich schon mal fotografiert? Es ist weg.
So, Bogen noch fotografieren. Was liegt denn da noch im Wasser? Ah, die habe ich schon gesucht. Hab schon gewundert, wo es hingefallen ist. Oh, ein Schrein. Yanaga-Schrein. Yanaga-Schrein. Wow. Was man auch so alles findet. Das heißt aber auch, das nächste Mal, wenn ich dann Farodra sehe, kann ich einfach hier hin teleportieren. Und dann ist er wahrscheinlich weg. Himmelsstürmer. Oh, das ist der Schrein. Ja. Nee, warte. Muss ich anders machen. Und zwar hiermit. Sonst hau ich mir gleich den Kopf auf. So. Den Schrein hatte ich sogar schon mal. Und zwar im privaten Spiel. Wie habe ich den denn im normalen Spiel übersehen können? Zanshin-Kurzschwert. Es hat Gnadenstoß. Oh. Haben wir alles? Denke schon. Kurzer Tempel. Da fällt mir ein, ich habe auch noch einen Grog. Von dem ich weiß, wo der ist. Aber da bin ich jetzt wieder ewig weit von entfernt. Da ist nämlich in der Nähe vom Plateau. So. Fehlen also noch zwei Tempel, bevor ich mir das Meisterschwert holen kann. Schreine, Entschuldigung. Schreine, nicht Tempel. Schreine. Es sind Schreine. Wow, Ladebalken, bitte. So. Das heißt. Oh, ich bin ewig weg vom Plateau jetzt. Ich könnte mich schon nochmal an den Schrein versuchen, wo ich gescheitert bin. Wo waren die denn? Die waren irgendwo da unten, ne? Da. Hier war ein Schrein, da bin ich nicht. Kraftprobe Mittel, Kraftprobe schwierig. Habe ich nicht genug Schaden gemacht. Wir könnten uns aber noch hier oben umschauen. Die Insel sieht nämlich auch nochmal so aus, wäre da noch irgendwas drauf. Zwei Schreine, dann Schwert. Also zwei Schreine, die ich schaffe, dann Schwert. Das ist ja noch das Wichtigste dabei. Ich muss es ja auch noch hinbekommen. Komm, wir versuchen das nochmal hier. Dafür speichern wir erst einmal. Damit ich nicht sinnlos Waffen hier vergeude. So, Kraftprobe Mittel. Hab ich noch. Ich habe noch das Feuerschwert, was gleich kaputt geht. Ah, schade, das Elektroschwert ist auch schon weg.
So, der hat jetzt nämlich auch ein Schild. Aber wie erzähle ich das? Wir waren ja schon mal. Der Wurfspeer ist zerbrochen. Ich könnte die Waffe verwenden. Oh oh, oh oh. Was? What? Na komm, dreh dich. Ein Schiss muss hinter dir. Dachte ich, erwähne das mal. Kommen Sie ran. Yes. Was? Mist. Moment. Chilifisch. Ja, komm. So, bitte gegenlaufen. Zerbrochen. Dann machen wir jetzt hiermit weiter. Achso, jetzt geht das wieder los. So, zerbrochen. Ich mache hier alles dran kaputt. Feuerschwert zerbrochen. Nimmt einfach viel zu wenig Schaden eigentlich. Wow. Komm her, ja. Hey. Wow. Was geht's noch? Ah, ich sehe schon.
Das macht keinen Schaden. Was habt ihr eigentlich gerade für eine Rüstung an? Die Feuerschutzrüstung. Oh Gott, was kommt jetzt? Alter! Wächterschild. Schildtasche ist voll. Er gibt nicht mal seine Waffe. Doch, da ist er. Wächteraxt. Das sind zwei Händler. Okay. So, dann muss ich mal gerade ein Schild loswerden. Wie wäre es denn mal mit dem Goshin-Schild? Was haben wir hier drin? Ein Ritterbogen. Kannst du wieder zurücklegen. Danke. Alter! Sonst geht's noch.